Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die aus dem Schoß der Psychose Box von Lackmann. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Aus dem Schoß der Psychose aus dem Jahr 2016. Wir haben hier eine quadratische Box und auf dem Boxcover haben wir so eine Weltraum-ähnliche Malerei, würde ich mal sagen. Also wir haben hier in goldener Schrift, auch wenn es hier gerade auseinanderfliegt, Lackmann, den Schriftzug. Und dann hier ist die Frage, was das genau darstellen soll. Also ob da gerade etwas auseinanderbricht, so sieht auch ein bisschen nach Urknall aus. Oder ob da gerade zwei Planeten kollidieren. Also für mich sieht es echt so aus, als würden da gerade irgendwie zwei Planeten auseinander gesprengt werden oder kollidieren. Und aus dieser Explosion heraus fliegt dann hier so dieser Lackmann-Schriftzug. Aus dem Schoß der Psychose lesen wir hier, darunter Lackmann Limited Edition. Diese Weltraum-Szene spielt sich hier über alle Seiten weiter, in diesem dunkelgrau und braun gehalten. Auf der Rückseite haben wir Lackmann Limited Edition aus dem Schoß der Psychose nochmal stehen. Und dann haben wir hier die Tracklist, zu der kommen wir dann noch im Detail auf dem Album. Wir schauen mal in die Box hinein. Der Deckel abnehmbar, von innen weiß. Und als erster Inhalt kommt uns hier entgegen so ein Sammelkärtchen, so eine kleine Karte. Dann haben wir einen quadratischen Sticker, das Album an sich. Und ein T-Shirt. Auch hier innen weiß. Wir machen das Ganze mal wieder zu. So, nachdem das Album noch eingeschweißt ist, werden wir dieses Mal aus der Folie holen. Gut, auf der Seite nicht. Dann besser von dieser hier. Jawohl. So. Also, das Album, ein Standard Jewel Case. Und auch hier haben wir wieder dieselbe Grafik, dasselbe Cover wie auch schon auf dem Boxdeckel. Diese Weltraum-Welten. Kollision, was auch immer man da reininterpretieren möchte. Dann haben wir auf der Seite stehen, so wahrscheinlich besser, Lackmann aus dem Schoß der Psychose. Ich hoffe, man kann das erkennen. In Orange geschrieben, Limited Edition. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 23 Tracks, das ist echt eine Menge für ein Album, gerade in der heutigen Zeit. Lackmann Limited Edition aus dem Schoß der Psychose. 23 Tracks und wir haben Features von Afro, Terence Chill, Mess und Kareem, Flipstar und nochmals Mess und Kareem. Das Ganze erschienen über Eartouch Entertainment und haben hier noch die Credits. Gut, wir schauen hinein. Erstmal ein Blick in das Booklet. Das Booklet bestehend aus diesen zwei Seiten. Und zwar haben wir hier die Tracks aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer das Ganze produziert hat. Relativ schlicht gehalten, das Booklet. Und dann hier zum Abschluss noch Credits. Gut. Die CD sieht so aus, wie auch schon das Cover. Und dann haben wir auf der Rückseite noch eine zweite CD. Und zwar haben wir hier lesen wir hier Freestyle Beats und A Cappellas. Sauber, sehr schön. Gefällt mir gut. Dann haben wir einen Sticker, dieser quadratisch mit dem Cover abgedruckt. So sieht das aus. Dann haben wir, sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen in einer Box, so eine kleine Sammelkarte. Also es ist vom Material her relativ dünn, fühlt sich eigentlich an wie so ein Sticker,
Aber es ist, ja, wie früher so von Autoquartett oder so Quartett spielen, so eine kleine Sammelkarte. Und zwar lesen wir hier 01 1978, Lachmann One, darüber eine Abbildung des Interpreten, Ear Touch Entertainment. Und dann lesen wir hier, geboren 20. September 1978, Hometown Witten City, Teams Witten Untouchable, beziehungsweise Witten Untouchable und Kreuzfeld und Jakob, Position Master of Ceremony und Origins Bunkerwelt. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals den Interpreten größer abgebildet, hier mit einem Autogramm, mit weißem Stift hier das Ganze unterschrieben und dann hier auch nochmals Lachmann 101. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Und auf diesem Shirt auch wieder die Szenerie von dem Cover. Das Shirt in schwarz gehalten mit diesem Cover drauf. Rückseite blank, also kein Neckprint. Und mein Shirt ist in dem Fall in Größe M. Größe konnte man damals bei der Box individuell wählen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Und wir haben es hier zu tun mit einem B und C Exakt 190. Das lese ich gerne. Und wir haben hier 100% Baumwolle und ganz unten steht Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Wir haben hier das schwarze Shirt und dann wieder diese Abbildung vom Cover. Oben rechts den Lachmann-Schriftzug und darunter diese zwei Planeten, diese Explosion, Kollision, Urknall, was auch immer ihr da rein interpretieren möchtet. Hat auf jeden Fall was und ist rein so von den Farben und von der Gestaltung auf jeden Fall schön anzusehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe damals frei auszuwählen. Diese Sammelkarte, der Sticker in quadratischer Form und natürlich das Album an sich, inklusive der Bonus-CD mit diesen Freestyle-Instrumentals und A Cappellas. Das alles in dieser wunderbaren Box aus dem Schoß der Psychose von Lachmann. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lachmann unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.